Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zwar heute endlich mal wieder ein Full Day of Eating. Und es wird heute aber keinen klassischen Full Day of Eating geben, sondern ich werde euch einen Tag lang zeigen, wie ich mich in meiner All-In-Phase, sag ich mal, ernährt habe, was ich gegessen habe, wann ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe. Ganz kurz für alle, denen jetzt der Begriff All-In irgendwie fremd ist, das Ganze habe ich gemacht Ende letzten Jahres aufgrund meines Periodenverlustes, also wegen meinem Hormonungleichgewicht. Denn es gibt da verschiedene Faktoren, die eben die Stressoren sein können, die dazu führen, dass das Ganze aus dem Gleichgewicht kommt. Und das sind zum einen generell einfach Stress, das kann Alltagsstress sein, das kann aber auch Stress sein aufgrund von zu viel Sport oder eben dem Essverhalten. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man den eigenen individuellen Stressor oder eben auch die verschiedenen Stressoren, oftmals ist es eine Kombi der Faktoren, dass man die angeht und daran arbeitet, um eben da wirklich das Beste für die Gesundheit zu machen und zurück zu einem Gleichgewicht zu finden sozusagen. Ganz kurz und einfach gesagt ist es so, dass sowohl Stress als auch unser Essverhalten sich auf unseren Hypothalamus auswirken und zum einen Kohlenhydrate aufgrund des Anstieges vom Blutzuckerspiegel und generell auch einfach aber die angemessene und ausreichende Kalorienzufuhr, dass sich beides positiv auswirkt auf die Wiederherstellung unseres Zyklus. Was ganz, ganz wichtig ist beim Thema Ernährung bei Periodenverlust, wenn man da wirklich sagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich möchte geheilt werden, ich möchte, dass alles wieder funktioniert in meinem Körper, ist, dass man sich wirklich bewusst macht, dass eben diese Energie, dieser Kalorienüberschuss notwendig ist, um sozusagen die ganzen Prozesse, die der Körper zurückfahren musste, aufgrund von einer zu geringen Kalorienzufuhr und aufgrund von einem zu geringen Körperfettanteil, dass der Körper da diese Energie braucht, wie so eine Art Aktivierungsenergie, um diese ganzen Prozesse wieder in Gang zu setzen. Und wichtig ist, dass der Körper sich sozusagen sicher fühlt, dass er wieder eine Möglichkeit bekommt, dass er dir vertrauen kann. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess auch, neben dem, dass man isst und wie viel man isst, dass man auch eben es schafft, seine Zwänge, seine Ängste loszulassen. Genau dazu hatte ich mich eben entschieden, Ende 2019, dass ich meine Angst vor dem Zunehmen, meine Ernährungszwänge, meine Restriktionen, die ich mir da selber, also die Regeln, die ich mir selber eigentlich auferlegt habe, dass ich die loslasse, habe gleichzeitig eine Sportpause gemacht, darauf geachtet, Stress zu reduzieren und habe eben mehr gegessen und zugenommen. Und dieser gesamte Mix hat dazu geführt, dass zum einen körperlich eben alles wieder funktioniert hat, dass die Periode kam, aber auch mental hat mir das unglaublich viel geholfen, dass ich eben so meine Balance wieder gefunden habe und wirklich sozusagen den Weg zurück zum Gleichgewicht gefunden habe. Und genau so habe ich ja auch mein Buch genannt. Mein Buch Back to Balance, wo eben meine komplette Geschichte drin steht, all meine Erfahrungen, meine Diagnose und dann eben mein Ratgeber, wo ich mein ganzes Wissen, Erfahrungen und Tipps reingepackt habe. Und da ist natürlich auch ein sehr großes und ausführliches Thema die Ernährung. Also da habe ich ein komplettes Kapitel nur zu Ernährung, was über mehrere Seiten geht, wo ich da eben so meine Tipps gebe. Zum Beispiel auch so eine Art kleiner Fragebogen zum Essverhalten, wo man selber einfach mal reflektieren kann, wie ist eigentlich mein Essverhalten? Ist es eigentlich normal oder habe ich selber total viele Regeln mir auferlegt, die eigentlich keinem gesunden Essverhalten entsprechen? Und genau. Aber was euch heute im Video eben erwartet, ist, dass ich euch so zeige, wie ich mich da eben ernährt habe an so Tagen, beziehungsweise in dieser Phase. Bei mir waren das 4 Monate tatsächlich.
und was man da eben so essen kann, um eben auch auf ausreichend Kalorien zu kommen, was generell wichtig ist. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und wir starten direkt mit dem Frühstück. Und was beim Frühstück ganz wichtig ist zu sagen, sind 4 Punkte. Und zwar Nummer 1 generell, dass wir frühstücken, dass wir das Frühstück nicht auslassen, sondern dass wir wirklich innerhalb der ersten Stunde, nachdem wir aufgestanden sind, frühstücken und unserem Körper direkt das Gefühl von Sicherheit geben und ihm wirklich direkt Energie zuführen. Punkt Nummer 2 ist, was auch tatsächlich hilfreich sein kann bei der ganzen Heilung, ist, dass wir was Warmes frühstücken. Generell, dass die Mahlzeiten warm sind, nicht nur beim Frühstück. Punkt Nummer 3 betrifft das Thema intermittierendes Fasten, was mit dem Punkt 1 zusammenhängt. Das heißt, dass wir nicht das Frühstück auslassen und erstmal fasten und generell am Tag auch nicht irgendwie zu lange Fastenperioden einhalten oder machen, sondern dass wir alle 3 bis 4 Stunden Nahrung zu uns führen, sei es jetzt eine Hauptmahlzeit oder ein Snack, weil dieses Fasten, diese lange Zeit ohne Essen, das bedeutet Stress für den Körper und das ist natürlich ein Hindernis bei der Heilung der hypothalamischen Amenorrhoe. Und Punkt Nummer 4 ist das Thema Koffein. Generell ist es nicht so, dass Koffein jetzt schlecht ist beim Thema Periodenverlust oder Hormonungleichgewicht. Was hier aber ganz wichtig ist, ist die Frage, wie trinkt man Koffein? Ist es, um irgendwie überhaupt erstmal wach zu werden? Oder was der wichtigste Punkt eigentlich ist, trinkst du Koffein, um erstmal den Hunger lange Zeit zu unterdrücken? Oder bist du einfach ein Genießer, der jeden Tag eine Tasse Kaffee braucht, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn es ist, um irgendwie Hunger zu unterdrücken, dann möglichst lange das Ganze herauszuzögern, dann wäre es wirklich sinnvoll, da den Konsum zu reduzieren bzw. zu überdenken. Zu der Frage, wie viel habe ich gegessen bzw. wie viel sollte man essen und was sollte man essen, welche Lebensmittel. Frage Nummer 1, wie viel? Die Mindestmenge an Kalorien beträgt 2500 Kalorien. Das haben viele von euch vielleicht schon gehört bei diesem Thema All-In und Periodenverlust. Denn es ist so, dass Studien und auch viele Erfahrungen gezeigt haben, dass viele Frauen eben mindestens, also das ist wirklich die Mindestmenge, 2500 Kalorien benötigen, um die Periode wiederzubekommen. Das erscheint für viele sehr, sehr viel, weil eben eine lange Zeit total im Defizit gegessen wurde, eine lange Zeit einfach Diät gemacht wurde und das Ganze eben dazu geführt hat, dass man einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat oder im Untergewicht ist. Oft ist es so, dass man dann, wenn man sich wirklich an diese Kalorienzufuhr hält, was ich empfehlen kann, ich selber habe das auch gemacht, ich habe auch wirklich mindestens 2500 Kalorien gegessen, zum Teil waren es wirklich auch weit drüber mehr, also 3000, 2800. Und es ist so, dass man viel, viel langsamer zunimmt, als man erwarten würde bei dieser Kalorienmenge, weil der Körper echt erstmal diese Energie in die ganzen Prozesse und Funktionen steckt, die er eben herunterfahren musste, aufgrund dieser Zeit davor, wo er eben nicht in Sicherheit war. Und zum Thema, was sollte man essen, welche Lebensmittel, da ist zum einen super wichtig, dass du dir bewusst machst, es gibt keine guten, es gibt keine bösen Lebensmittel, generell nicht. Also auch bei der gesunden Ernährung gibt es das nicht. Und gerade beim Thema Periodenverlust ist erstmal ganz, ganz wichtig, überhaupt dem Körper Energie zuzuführen und sich bewusst zu machen, dass jede einzelne Kalorie dich zurück zu deiner Periode führt und das Ganze eben auch nur vorübergehend ist. Es ist nur eine Phase. Und Punkt Nummer 2 beim Thema, was man essen sollte. Jede Mahlzeit sollte eigentlich aus allen 3 Makronährstoffen bestehen, also Kohlenhydrate, Fette und Protein. Alle 3 haben ihre Berechtigung und alle 3 sind wichtig für uns, haben ihre Funktionen und ja, ihre Berechtigung in unserer Ernährung. Und oft ist es so, dass eben zum Beispiel Fette gemieden werden, weil so die Angst besteht, Fette machen Fett, also das Nahrungsfett wird umgesetzt in Körperfett, das stimmt aber so nicht. Oder eben die Angst vor Kohlenhydrate, dass sie böse sind, dass sie dick machen, dass man sie nach 18 Uhr nicht essen sollte, da gibt es ja verschiedenste Mythen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, von diesen Ängsten und Zwängen loszukommen und sich bewusst zu machen, dass jeder Makronährstoff wichtig ist, gerade jetzt bei der Heilung und dass diese Restriktionen, diese Zwänge das Ganze eben natürlich behindern. Das löst wieder Stress aus, schüttet Cortisol im Körper aus, was wiederum die Sexualhormonproduktion hemmt und generell einfach der ganzen Heilung im Weg steht. Dass man direkt den Tag mit Frühstück beginnt, das hatten wir ja jetzt bereits. Und dann habe ich meistens noch so 1 bis 2 Snacks gegessen. Da werde ich euch jetzt eben auch Rezepte zeigen, was man da machen kann und was eben vor allem zum einen natürlich uns Nährstoffe liefert, aber eben auch kaloriendicht ist.
Und dann ganz klassisch Mittagessen und Abendessen. Nach dem Abendessen kann man natürlich auch entweder den zweiten Snack dann essen als Nachtisch oder sich auch noch einen Nachtisch machen. Wie gesagt, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, generell einfach in dieser Phase, in dieser vorübergehenden Phase, ausreichend Kalorien zu sich zu führen. Und da ist ganz wichtig, auf den Körper hören, auf die Bedürfnisse des Körpers hören. Was sagt er euch, was zeigt er euch, was er jetzt benötigt für die Heilung? Schon gesagt, dass erstmal wichtig ist, kein Gut und Böse, also dass man darin nicht differenziert, dass man alle Makronährstoffe in seine Ernährung integriert und dass man eben von so selbsternannten Regeln und Zwängen, dass man da loslässt und Schritt für Schritt wegkommt. Zwei Dinge, die ich noch ergänzen wollte, sind, dass zum einen Vollfett-Milchprodukte, also zum Beispiel der Joghurt mit 3,5% Fett, und einfache Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Weißbrot, weißer Reis, Kartoffeln, dass die auch sinnvolle sein können bei dem Weg zurück zur Periode, also bei dieser Heilung. Und genau, dazu findet ihr genaueres auch in meinem Buch. Da habe ich auch extra so eine ganze Passage dazu geschrieben, auf woher ich eben diese Info habe. Ich habe da einige Sachen mit Studien belegt. Und ich selber habe es eben dann tatsächlich so gemacht, dass ich während meiner All-In-Phase, dass ich da regelmäßig Vollfett-Milchprodukte gegessen habe und eben auch einfache Kohlenhydrate in Maßen eingebaut habe in meine Ernährung. Und das ist jetzt meine Mittagsbowl. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich meine Bowls liebe. Und die habe ich auch schon in meiner All-In-Phase, also wo ich einfach zunehmen wollte, gegessen. Weil letztendlich ist eine Bowl ja nichts anderes als ein bunter gemischter Teller mit verschiedenen Sachen. Und dann eben, wenn ihr sagt, ihr wollt zunehmen, wenn ihr in dieser All-In-Phase seid, da eben auch wieder drauf achten. Alle Makronährstoffe sollten vertreten sein auf eurem Teller. Viele gesunde Fette für die Kalorien und auch einfach, weil sie super wichtig sind für die Hormone. Ich habe jetzt hier zum einen Avocado und dann habe ich ja hier dieses Dressing selber gemacht, wo Mandelmus drin ist und eben auch Vollfett-Joghurt habe ich damals immer verwendet, weil eben auch diese Vollfett-Milchprodukte sinnvoll sein können bei Periodenverlust. Und genau, ansonsten habe ich hier auch so ein bisschen Tempeh drin, auch wiederum eine Proteinquelle und wichtig für die Darmgesundheit und wenn es unserem Darm gut geht, das ist auch eben wichtig für alle anderen Funktionen in unserem Körper und natürlich auch ein bisschen Gemüse. Vitamine sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen, aber wie gesagt, es ist immer wichtig, esst das, was euch gut tut, wonach euch ist und ja, bei mir war das eben oft auch einfach so eine bunte Bowl. So, und was ich jetzt hier machen werde, das sind Energy Balls. Die Basis sind sozusagen Datteln, Haferflocken und Mandeln. Und dann kann man da eigentlich dazufügen, was man gerne möchte. Optional zum Beispiel auch Maca hatte ich im Supplement-Video euch was dazu gesagt, beziehungsweise wird im Supplement-Video kommen, falls dieses hier davor kommt. Dann Sesam zum Beispiel, beziehungsweise generell Samen. Es gibt ja auch dieses Seed-Cycling. Ich persönlich bin eher so der Ansicht und der Überzeugung, generell Samen einfach in die Ernährung einbauen. Sie sind super wertvoll und wichtig. Ich habe mir da jetzt nicht den Stress gemacht und dieses Seed-Cycling gemacht.
Genau, dann eben Nüsse haben gesunde Fette, sind generell einfach ein sehr gesundes Lebensmittel. Datteln haben eben auch wieder Kohlenhydrate und auch wahnsinnig viele Nährstoffe. Und dann hier haben wir noch Leinsamen, Kakao und Zimt. Und das kommt dann alles hier einfach in einen großen Standmixer, wird dann püriert. Und dann habt ihr kleine Bällchen, die ihr einfach mit den Händen formen könnt. Und die könnt ihr dann einfach so snacken. So, und auch zum Abendessen gibt es wieder eine Mahlzeit bestehend aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Also das ist wirklich so mein Tipp, dass ihr versucht, jeden Makronährstoff in den Mahlzeiten drin zu haben. Hier ist es jetzt so, ihr seht, ich habe verschiedene Nudelsorten mal hier hingelegt. Einmal Linsennudeln, einmal klassische Weizennudeln und einmal Dinkel-Vollkornnudeln. Letztendlich ist natürlich wichtig, dass ihr das wählt, was euch schmeckt. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, dass wenn ihr gewisse Ängste habt, wenn ihr gewisse Lebensmittel vermeidet und euch da einschränkt, dass ihr das Problem angeht. Also dass ihr da sozusagen das Problem an der Wurzel bekämpft. Denn diese Einschränkungen von Lebensmitteln führen einfach dazu, dass wir Zwänge entwickeln, dass wir uns gestresst fühlen. Und das wiederum signalisiert einfach dem Hypothalamus, die Pflanzung, die Fortpflanzung zu unterdrücken. Deswegen, Kohlenhydrate sind weder böse, noch machen sie dick, sondern Nudeln schmecken natürlich gut. Und deswegen wird es da jetzt eine cremige Soße dazu geben und als Fettquelle Räucherlachs. So, hier köcheln jetzt Kürbis, Karotte, Kartoffel, Zwiebel und Knoblauch. Und das werde ich dann jetzt gleich pürieren, wenn das ein bisschen weich geköchelt hat. Und dann kommen dann noch so ein paar weitere Geheimzutaten dazu und das ist dann auch schon unsere cremige Soße. Und zum Nachtisch gibt es bei mir jetzt hier noch ein leckeres Eis und das dürft ihr auch wirklich in vollen Zügen genießen, dürft ihr euch auch täglich gönnen. Ihr müsst euch wirklich immer bewusst machen, jede einzelne Kalorie lohnt sich, jede einzelne Kalorie bringt euch zurück zu eurer Periode und ja, von daher nicht zu sehr in gute und böse oder in gesunde und ungesunde Lebensmittel unterscheiden, sondern wirklich das essen, wonach euch gerade ist, worauf ihr Lust habt. Auch wenn es mal ein ganz normaler Schokoriegel ist oder eben auch Gummibärchen, je nachdem, worauf ihr wirklich Lust habt, hört da auf eure Bedürfnisse, hört da auf den Körper. Es ist vor allem auch nur eine vorübergehende Zeit und eure Gesundheit sollte das Wichtigste sein. Und in dieser Situation ist einfach wichtig, dem Körper möglichst viel Energie zu geben, um wieder funktionieren zu können. Und damit beende ich jetzt den heutigen Full Day of Eating. Ich hoffe sehr, dass ich damit einigen Mädels von euch ein bisschen helfen konnte, euch inspirieren konnte oder vielleicht euch auch Mut machen konnte. Ja, lasst mir sehr gerne Feedback da, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut, lasst mir gerne einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.